Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Nordic Ashes. Heute spielen wir mal Hafgrim, den Magier. Er hat nur eine Waffe, die wir auswählen können. Und wir gucken uns auch mal... Ja, wir spielen erstmal die altbewährte hier. Wir können auch mit jedem Charakter einmal jedes Level, also auf jedem Schwierigkeitsgrad spielen, um die Blätter zu bekommen. Das heißt, wir müssen so oder so alle drei spielen. Dann gucken wir jetzt mal normal, wie er sich spielen lässt. Also erstmal gucken hier. Also wir haben den Stab. Mehr Erfahrungspunkte. Seine ultimative Fähigkeit. Ein Feuerbuch. Dauer können wir erhöhen. Verbrennungsschaden. Statusdauer, Bereich, die Geschwindigkeit, nehmen wir ein Eisbuch, nehmen wir ein Blitzbuch. Dann werden wir direkt erstmal, ja, was machen wir denn? Erstmal einen Schaden erhöhen. Bis Spielen konnten wir uns schon dauerhafte Upgrades freischalten. 3 Punkte haben wir jetzt immer. So, dann gucken wir mal. Gehen wir ein bisschen zu den Gegnern. Wir sollten das natürlich auch einsammeln. Dann gucken wir mal nach rechts, ob wir Kisten oder einen Altar finden. Also hier sind schon mal Kisten. Aber wir haben auch nur ein rotes Leben. Und 2 blaue. Eine Gratiskiste holen wir uns, auch wenn die Schaden gibt. 2 mehr Projektile, das ist doch cool. Gratis. So, alles einsammeln. Aber noch den Ring nicht haben, also gefunden haben. Alle Erfahrungspunkte einsammelt, werden wir mal schön alles noch einsammeln. Oh, die ist aber gut schnell gestorben, das ist ja schön. Hier alles einsammeln. Gucken, ob wir noch mehr Sachen finden. So. Gehen wir in die Richtung hier. Oder sind Kisten. Eine Münze. Hier waren auch noch Kisten. Oh, die haben wir schon kaputt gemacht. Mit blauen Tränken kann man wohl auch die blauen Herzen wiederherstellen. Aber meistens findet man ja auch nur die roten Tränke. Daher bringen die uns jetzt leider nichts. Aber kein leeres rotes Herz haben. So. Ob wir hier noch irgendwo einen Altar finden? Vielleicht einen, in dem wir Gegner besiegen müssen oder so. Oder einen, den wir wieder mit Münzen kaufen können. So. Oh, hier ist gratis was. Eine Rune, die arbeitet, glaube ich, auch mit Bereich, war das. Dann müssen wir den Bereich erhöhen. Also die macht Blitzschaden. Oh, gibt uns eine Kiste. So, gucken. Oh, ein mehr Bounce. Oh, nehmen wir mal mit. Können wir jetzt mit einem Schuss 2 Feinde treffen. Wenn sie nah genug sind. Oh, hier ist Gold. Kiste. War ärgerlich, dass wir wirklich nur ein rotes Leben haben. Also ein Herzcontainer heißen die ja hier. So.
ein paar Punkte. Schaden und Abklingzeit. Nehmen wir das mit. Nee, wir machen mal. Reich Projektile. Schaden. Was will er eigentlich mit seiner Abklingzeit? Ja, okay, können wir ja machen. So, jetzt wäre Projektile und Schaden gut. Reich. Aber Reich und Schaden geht auch. Da müssen wir neu würfeln. Weil da ist lieber Reich anstatt Abklingzeit oder mehr Projektile besser. Schaden wäre gut. So, gucken, dass wir die auch töten, während die hier drinnen stehen. Das bringt uns das ja nicht viel. Cool wäre, wenn wir einen Ring finden in irgendeiner Kiste. Oder noch irgendwas, dass wir mehr Herzcontainer bekommen können. Weil die blauen sind auch gar keine, die wir wieder auffüllen können. So. Die verschwinden ja, wie man sieht, ganz. Und durch einen Trank bekommt man ja wieder ein halbes blaues Herz. Aber der Bereich dafür verschwindet komplett. Oh, da ist ein anderer Gegner. So ein schneller. Erstmal gelähmt und tot. Den müssen wir noch töten. Das einsammeln. Und da haben wir den Stock bekommen. Gucken wir gleich mal, was der bringt. Haben wir einen Samen eingesammelt. Das ist eine Kiste. Eine Münze. Es gibt wohl einen versteckten Charakter, den man sich freischalten kann. Indem man irgendwie 7-mal bei diesem Gnöki im Laden nach dem ersten Miniboss und nach dem zweiten nichts kauft. Ich weiß aber nicht, ob der noch im Spiel ist oder wieder rausgenommen wurde. Angezeigt wird er ja leider nicht. Nicht so viele Altare, ne? Oh, da sind Kisten, das ist sehr gut. Die brauchen wir ja immer. Aber leider nur Münzen drin diesmal. Nicht mal ein Ring. Ring wäre sehr gut. Oh, hier. Oh, wir kriegen Schneemann, wenn wir 350 töten. Wir haben 4 Punkte. Erreicht nicht. Also wir könnten neu würfeln, aber... reicht noch nicht. Also erhöhen wir den Bereich. So. Schieß mal ein bisschen weiter. Oh, da ist wieder ein Samen fallen gelassen worden. Das ist sehr gut. Gleich kommt wieder eine Giftratte oder so ein Schneller. Mal gucken. Ja, ab und zu mal einsammeln hier. Also unser Kristall hat nicht viel zu tun, weil die Gegner vorher momentan schon sterben. Er ist ja auch gut irgendwie. Ah, da hat er jetzt was zu tun. Ruhe wären auch nicht schlecht, wenn wir die finden. Die geben uns 20 oder 30% Laufgeschwindigkeit. So. Beschwöre Schneemänner, sie zielen auf Feinde in deiner Nähe. Oh, wieder ein Samen. Und ich habe festgestellt, man bekommt die Yggdrasil-Blätter von den Bossen nur, wenn man das Level schafft. Also es reicht nicht, wenn man die ersten beiden Bosse besiegt und den Endboss dann nicht. Dann bekommt man gar kein Yggdrasil-Blatt.
Ein bisschen gelähmt, das ist doch sehr gut. Zack, ist er tot. Können ja ruhig noch mal ein paar Feinde hier. Auch noch so viele. Also viele Projektile ist bei dem Zauberstab echt gut. Ah, okay. Guck mal. Ah. Ja, wir sind halt zu Fuß gerade nicht besonders schnell. Das ist bei dem Boss jetzt ärgerlich. Weil er so nach vorne springen kann. Leider keinen Ring. Ja, da ist jetzt natürlich ein Ring. Aber wir holen uns nur den Kristall. Der kostet uns nichts. Wir hätten zwar Münzen. Das wäre natürlich auch ohne schlecht, ne? Dann machen wir das mit dem nicht kaufen wollen anders. Nöki levelt aber langsam. Hm. Eigentlich nicht der Käse. Einen vollen roten Herzcontainer. Ja, wir hatten einen, ne? Genau. Jetzt haben wir Panzerpfen, die explodieren. Und auch gleich vielleicht Schneemänner. Nach dem ersten Boss wären es sehr viel mehr Gegner auch. So, jetzt haben wir Schneemänner. Gehen wir jetzt weiter Kisten suchen. Haben ja gerade das ganze Geld ausgegeben. Ob links oder oh, Münzen. Ah, stirbt doch halt. Danke. Irgendwo muss da noch. Und da ist der rote, da waren wir ja. Gehen wir jetzt mal nach links oben, wa? Ganz viele Münzen. Wir müssen unbedingt auch die Minikarte weiter upgraden. Dann können wir nämlich sehen, wo die Altäre, eine Mehrzahl von Altar halt, wo die sind. Wegen Erfahrungspunkten ist jetzt nicht so schlimm. Wir die nicht aufsammeln, da wir den Ring haben. Das ist wieder eine Münze. Das ist wieder so eine Ratte. Oh, zwei sogar. Oh, das ist jetzt aber gar nicht so gut, du. Oh. Oh, wir brauchen mal irgendwie einen Heiltrank. Da ist ein Heiltrank. Zack. So. Bisschen schwer auch zu erkennen, was hier unsere Schneemänner sind und was Feinde sind. So, wir laufen weiter da lang. Ist schon wieder der rote. Hm, also haben wir schon alle gefunden? Ne, oh, da ist einer. Oh, der ist gut. Den machen wir. Braucht schon mal wenig Geld gegen mehr Geld. So. Oh, wir müssen gleich mal upgraden. Ich hätte aber irgendwie gern die Kisten. Ah, da ist nur ein ganzes Leben drin. In den kleinen Fläschchen ist immer ein halbes Herz. In den größeren, die aussehen wie ein Herz, ist ein ganzes Leben drin. Und wenn wir mal irgendwo ein bisschen ruhig stehen können. Oh, hier ganz viele Kisten. Ja, einmal upgraden wäre sehr gut. So, hier rollen wir jetzt neu, weil das mit der Abklingzeit ist völlig egal. 15 Projektile. Reich erhöhen.
Geschwindigkeit. Dann nehmen wir am besten jetzt hier das Blitzbuch. Ja, Abklingzeit ist irgendwie nicht so interessant. Projektile. Projektile. Schaden und Projektile. Müssen wir schon wieder neu rollen. Kann ja wohl nicht sein. Ja, wohl. So. Ah, wir schießen einfach irgendwo hin mit dem Blitzen. Okay. Ich dachte, die schießen so von uns herab. Irgendwie so. Aber scheinbar nicht. Wir haben auch nur einen Altar gefunden, in dem wir... Ne, warte. Zwei, ne? In dem wir Feinde töten mussten. Ja, wir können ja gleich mal vielleicht den Ring mal sehen. Bei den einsetzen gleich. Wir müssen erst noch mehr Gegner töten. Wir könnten auch warten, bis kurz bevor wir den zweiten Miniboss getötet haben. Jetzt nur das einsammeln, was hier sowieso rumliegt. Boah, echt verwirrend, dass hier Nähmänner und Innenzapfen, muss man echt mal überlegen, was gehört zu uns, was nicht. Oh Gott. Der ist aber schnell zu Fuß. Die Tanzzapfen, da denke ich auch immer, das wäre ein Hindernis, kommen wir wieder nicht dran vorbei. Nichts drin in den Kisten. Oh, da geht das aber los hier. Rechts wollen wir. Da rechts sind Kisten. Wir dürfen nicht nach rechts. So. Wir sollten unbedingt die Schneemänner upgraden. Da kommt wieder so eine Giftratte. Da liegt ein Zapf, hier ein Warm. Da liegt auch noch einer. Oh, da kommen wir aber nicht hin, du. Ja, schwierig. So, hier vielleicht die Kiste? Ja, Kiste. Ach, haben wir jetzt eigentlich... Ja, haben wir nicht. Wir können die Waffe upgraden. Wir haben noch einen Kristall bekommen. Eine magischen Geschosse können jetzt einfrieren, lähmen oder verbrennen. Entweder oder, also mit Glück oder je nach Feind. Manche sind nämlich immun gegen Blitz. Ja, hm. Müssen wir einfach mal nehmen, wa? So, Bounces können wir erhöhen und den Bereich. Von dem Obelisken. Die Abklingzeit und die Dauer der Schneemänner können wir auch machen. Schlossgeschwindigkeit. Dauer. Im Bereich. Oh ja, ist alles so gut. Also einmal. Ein bisschen Abklingzeit ist ja eigentlich okay, ne? So. Und dann nehmen wir... Ah, hier, komm. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Die Dauer, die Dauer. Upgrade-Dauer. Ah, was meint er damit? Einfach mal nehmen. So, wo wollen wir denn mal hinlaufen? Jetzt kommt nämlich gleich der zweite Boss. Besser. Und wo kommt er denn von? Oh, der kommt von da, okay. Der hat mich. Irgendeiner von denen hat mich getroffen. Oh, die sind sehr langsam.
Oh. Ging aber gerade mal gut, du. Wo einmal alles einsammeln. Okay. Super. Oh, wir haben nur noch ein. Oh, gut, zum Glück ein Laden. So, Kristall. Schneller laufen, sehr gut. Mach das. Erdcontainer, cool. Direkt auffüllen. Ja, ist ja gut, wir kaufen das auch noch. So, upgraden. Also. Wir können das jetzt hier nochmal, wir haben noch ein Kristall. Oder wir warten, bis wir das Blitzbuch hier gleich 21 abklingen sollte. Jo. Mehr Projektile wäre schön. Ah, so. Ah, Projektile und Bounces. Okay. Aber dafür nicht mehr Schaden. Naja. So, jetzt können wir das nämlich auch upgraden. Wieder beschädigte Gegner erzeugt ein elektrisches Feld um ihn herum. Er hat 16 bis 18 Schaden verursacht. Na cool. Nehmen wir das mal. Dann nehmen wir noch den Bereich. Und den Bereich. So. Dann noch 5 Punkte. Auch hier ein Bounces. Größeren Bereich und mehr Schaden. Oh, Bounces und noch mehr Schaden gleich. Bei 3 Punkten. Das gönnen wir uns doch dann aber nochmal. So, den Ring haben wir diesmal sehr gut benutzt. Und wir hatten zum Glück einen. Oh, da ist eine Kiste. Wir sollten vielleicht auch noch die Schneemänner und... Oh ja, hier, guck mal. Abklingzeit der Kieferzapfen um 20% reduziert. Oder unsere Waffe mehr Projektile. Nehmen wir das mal. So. Also das Blitzding ist ja der Knüller. Das ist viel besser als unser Zauberstab. Hier, wie das tötet. Das ist ja genial. Also jetzt müssen wir direkt nächstes Mal auf das Blitzbuch gehen und upgraden. Ist ja genial. Jetzt wäre aber irgendwie eine Kiste mit einem Ring schön. Ist in der Kiste da vielleicht ein Ring? Ne, Münzen. Ja, müssen wir das halt so einsammeln. Da ist noch eine Kiste. Auch Münzen. Ja, genial mit dem Blitzbuch. Es hat sich angehört, als hätte einer was fallen lassen. Oh, oh ja, hier so ein Blattsamen, die wir umwandeln können in Yggdrasil-Blätter. Oh, da oben sind Kisten. Nehmen wir da mal ein. Oh, wieder Münzen. Das Gute ist, diese Kiefernzapfen fügen uns nicht selber Schaden zu. Mei, das hört sich doch jedes Mal an, als... Oh. Lässt hier irgendeiner was fallen, wenn er stirbt? Ach, hier liegen überall Heilflaschen. Das ist es. So. Schön hier alles einsammeln.
Da ist wieder so ein Schneller. Ja, der will nicht sterben, oder was? Mit ihm nicht. Boah, stirbt doch. Nee. Danke. So, da sind wir ein paar Münzen. Erfahrungspunkte. Naja, Münzen brauchen wir nicht. Mehr kommt kein Shop mehr. Ein Ring wäre irgendwie gut. Gleich kommt der Endboss. Wäre cool, wenn wir irgendwie noch ein bisschen upgraden könnten. Aber mal, da ist eine Kiste. Oh, kein Ring. Schade. Eine Kiste. Oh, wieder keiner. Also mit Ringen haben wir heute nicht so ein Glück. Ein bisschen schade. Müssen wir uns die Erfahrungspunkte halt so einsammeln. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Level. Oh, hier. So. Zum Glück würde er auf der Karte auch angezeigt werden, wenn wir eine Kiste zerstören, in der ein Ring war. Genauso wie die Münzen und die Heiltränke. Müssen wir überlegen, die Schneemänner sind für den Boss wohl am sinnvollsten. Besser als diese Kiefernzapfen. Wieder ein paar Münzen bringen. Da ist er. Upgraden. Sonst geht... Oh, hier, wir können auch das machen, ne? Größeren Bereich und mehr Schaden. Was ist denn der Schneemann? Punkt. Projektile und größeren Bereich. So. Den kann man auch aufwerten mit so einem Kristall. Das ist ja cool. So wie diese beiden Waffen hier. Noch zwei Punkte. Wir erhöhen die Dauer und die Abklingzeit der Schneemänner, würde ich sagen. Oder die Geschossgeschwindigkeit. Wir machen unsere Geschosse schneller. Oh, Schneemänner taucht auf. Tötet ihn. So. Das Blitzbuch ist das Beste überhaupt. Muss ich ja sagen. Habe ich nicht aufgepasst. So. Jetzt haben wir Yggdrasilblatt bekommen. Oh, wir können beim elektrischen Buch uns dann was zweites aussuchen. Wir bekommen aber echt nur fürs einmalige Abschließen ein Yggdrasilblatt. Oh, den Butterkeks hatten wir noch gar nicht. Und er heißt schon mal Butterkeks. Artikel, das haben wir alles bekommen. Also kann man nur mit jedem Charakter hier. Jetzt haben wir 1 von 6. Bekommt man nur beim Endboss dann ein Yggdrasilblatt. Vielleicht bekommt man hier eins mehr, wenn man es das erste Mal spielt, egal mit welchem Charakter. Das von allen Bossen, weil das hatten wir ja hier in Midgard mit unserem allerersten Charakter. Da haben wir von den ersten beiden Minibossen auch ein Blatt bekommen. Sieht man ja dann, wenn wir in das neue Level gehen. So, jetzt haben wir eins. Ja, bringt ja gar nichts. Aber wir können wieder eins tauschen. Weil wir ja gut Samen eingesammelt haben.
Was bringt uns das hier? Gold, das bringt ja gar nichts. Aber das hier bringt doch beides, kostet beides ein, ne? Schaden, Abklingzeit. So. Gut. Dann hoffe ich, hattet ihr auch Spaß bei dem neuen Charakter, dem Magier. Ah, ist ja eigentlich ein Blitzmagier, ne? Und sehen wir uns beim nächsten Mal in Nordic Ashes. Bis dann.